rumpelt, Tisch und Knall. Unsere Baustelle hört man überall. Mische, mische, klecker, klecker und dann zack. Ja, so geht es heute hier den ganzen Tag. So, dann haben wir Mais auch nochmal zu stehen. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Ups, Klinkhorn. Ah. Dann haben wir hier Karotten. Können wir Karottensaft rausmachen. Dann werden wir groß und stark. Oh. Da die das natürlich etwas kleiner aussehen, wirken die etwas verloren im Feld. Selbst in diesem kleinen Feld. Was habe ich irgendwas vergessen? Ich will aber auch nicht so viele hinstellen hier. Ich will ja nicht 5000 Siedler hier drin haben, Leute. Was haben wir hier noch? Flaschenkürbis haben wir schon, richtig? Ach ne, haben wir noch nicht. Kein Problem. Dann packen wir mal. Dann packen wir mal den nochmal wieder weg. Und machen die Wasserpumpe nochmal weg. Schnippel schnapp. Ja, war so. Dann als nächstes kümmern wir uns mal um den Klinkhorn. Dazu müssen wir nochmal hier sowas hinklatschen. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Oh, hier haben wir das. Und wie war das ausgerichtet? So. Dann kommst du auch so hin. Liz, ich mag dich, du kleine Süße, aber irgendwie. So, würde ich sagen, oder? Wir checken das nochmal ab. Oh, es kommt hin, oder? Oh, kurz hoch. Ja, so. So, auf diese packen wir dann mal als nächstes. Oh, das haben wir gerade gelegt, ne? Das haben wir schon. Den Klingenkorn. Okay, der ist natürlich mächtig heftig. Können wir auch den großen nehmen? Dann machen wir heute mal noch, schlummer noch einen hinter. So. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, passt, oder? Okay, dann setzen wir noch mal hier so eine Mini-Plantage hin. Und dann setzen wir noch mal auf einen von denen drauf. Und dann haben wir hier eine sehr große Auswahl. An Gemüse. So. Ne, will er nicht? Na komm schon, du willst doch. Du willst es doch. So. Erledigt. Passt. Zeig mal. Ja, okay. Moment. Weil wir hier alles nach Maß machen, ziehe ich das nochmal ein Stück millimetermäßig runter so. Pop. Ja, jetzt dürfte es aber passen, oder? Ja. So, dann machen wir jetzt nochmal ein Klingenkorn drauf. Klingenkorn, Klingenkorn. War es der große oder? Ja. Kommt schon. So. Nee. Das geht so nicht. Moment. Habe ich jetzt auch so noch irgendwie gestellt gehabt? Oh mein Gott. So. Wenn schon, denn schon, machen wir das so. Und ich würde sagen, jo, da haben wir schon mal ein bisschen was angebaut. Das sollte reichen für die Versorgung unserer Stadt. Wenn nicht, klatschen wir einfach nochmal irgendwo so ein Gewächshaus hin. Ich würde jetzt aber irgendwie noch gerne
Wo haben wir es denn? Wasser, 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 Wasser. Zumindest vereinzelt dann hier so eine Wasserpumpe hinstellen. Moment, ich muss mal kurz die Special Mod aktivieren. Da haben wir sie mal. Nee. Machen wir das mal so hin. Der Betonklotz, ja, muss ja nicht unbedingt zu sehen sein. So. Das gleiche machen wir nochmal hier bei denen. Oder bei das Feld. So, das sieht hier besser aus mit dem Betonklotz. Ah, hier sieht es natürlich wieder besser aus mit dem Betonklotz. Scheißegal, wie sie. Wir machen das einfach nochmal tiefer. So. Nochmal aufnehmen und versenken und versenken und versenken. So. Supi. Oder? So, dann haben wir ja als nächstes, brauchen wir ja Licht. Licht, 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 Licht. Wo haben wir unser Licht? Da haben wir unser Licht. So. Ne, nö, nö. Nö, 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 nö. Rot. Rotlicht hier. Okay, wir brauchen hier kein Handfahren oder sowas. Dann zappen wir uns mal durch die ganzen Lichter, die uns zur Verfügung stehen. Zip, 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 zip. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ach ja. Da haben wir es doch. Ich würde ja sagen, wir nehmen die hier, oder? Die passen so am besten rein. Wie machen wir das am blödesten jetzt? So, ich deaktiviere mal den Supermod. So, wollen wir es ganz noch ein bisschen ausfriemeln hier. So habe ich das vor, das da oben diesen Querbalken dazu legen. So, haben wir eins. Haben wir zwei. Schauen wir mal kurz, wie sieht es denn da mit den Abständen aus? Okay, gut. Auch gut. Zack, sitzt. Und dann ja, kriegen wir da 4 hin oder 5? Mal gucken. Kriegen wir sogar 5 hin? Ah, sieht er natürlich nicht so prickelnd aus mit den Abständen. So, eventuell gleich nochmal ausrichten, die Geschichte. Das war so. So. Ich mal sagen, oder? Stellen uns mal kurz runter. Komm schon, lass dich erfassen, Lämpchen, Lämpchen. Okay. Okay, würde ich sagen, oder? Das können wir eigentlich so lassen. Das gleiche Spiel machen wir mal kurz hier drüben jetzt nochmal.
So, jetzt müsste so hinkommen mit der anderen Seite, oder? Nee, kommt nicht immer drüben mit der anderen Seite. Okay, warum nicht? Wo ist das Problem? Wo bist du? Erster. Okay. Du musst also quasi ein Stück rüber. Moment, der fängt beim zweiten Balken an, kann das sein? Komm, Baby. Komm, 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 komm. So aber. Ja, okay. Bei den schauen wir gleich mal, wo fängst du denn an, Kollege? So, es war anheften. So. Ziehen wir das mal ganz normal hoch. Oh, sag mal, das können wir so lassen. Stück nach vorne muss ich mal latschen. So, drehen. So. Du dann dorthin. Und dahin. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen nochmal ausrichten. Heilige Witzka. Alles so ein Stück rüber. Jetzt wollte ich schon wieder das Gemüse rausreißen, falls der ein oder andere das gehört hat. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen schief, aber das kriegen wir gleich wieder hin. So, warte. Und gerade. So. Ups, einmal zu weit gedreht die Kamera. Wie schaut's denn aus? Ich könnte das hier alles rausschneiden, aber da ich ein Sadist bin, nehme ich euch mit auf diese Lions-Tour, das sage ich euch. Okay. Raus aus dem Baumenü. Ja, das schaut doch schon gut aus, oder? So können wir es eigentlich lassen. Tja, verflixt und zugenäht, ja? Okay. Das lassen wir mal so. Das sieht eigentlich ganz okay aus.
Dann gehen wir mal kurz aus unser Gewächshäuschen raus. Das hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet, diese Lampen auszurichten. Nächstes Mal hole ich mir gleich einen Elektriker. So, rein ins Baumenü. Kurz eine Leiter bauen, damit wir mal aufs Dächchen können. Leiter, Leiter, Leiter. Wo war das jetzt? Hier rein, bei Holz. Da haben wir die Leitern. Nur mal kurz. Zu klein, zu klein. So, hingestellt, aufgeschoben. Wir schauen uns das Ganze mal an. Was hält mich hier auf? Was? Der Flaschenkürbis? So, da haben wir hier ba. Gut, gut, gut. Hier, okay, hier gucken jetzt so, was war das? Die Lampenhalterung? Haben wir es kurz rausgeguckt dort? Okay, 2, 3. Ja, was halt so wild. Zum Glück guckt ja keiner aufs Dach, sage ich mal. Als nächstes brauchen wir natürlich Strom. Strom. Wo warst du, mein geliebter Strom? Batterie 1. Nö. Nein. Was gibt denn der uns? Der gibt uns hier 6, ja? Eventuell so einen hier hinstellen? Was meint ihr? Sieht denn aber auf Dach wird es natürlich passen. Dadurch, dass wir aber eine Schräge haben, sieht das etwas blöd aus. Oder? Das passt irgendwie nicht so. Was, Moment, ich schau mal kurz, was... Moment. Moment, ich habe doch eine Idee. Haltet euch fest, bringt euch in Sicherheit. Das Windelkind hat eine Idee. Und hier ist aber schon mal falsch. Nö. Ja. Die hier. Sagt es nun mal eine Idee so. Testen. Wenn das nicht passt, dann reißen wir die ganze Kacke wieder ab. Ist ja kein Problem. So. So. Was ist denn, wenn wir jetzt die da draufstellen? Kurz überlegen, wo war das? Strom, Generator, Solarzellen. Ja, komm Baby. So. Hier, ich sehe jetzt auch, dass er hinten oben rechts so ein bisschen übersteht. Okay, lassen wir so. So, betrachten wir uns nochmal die ganze Geschichte, wie sieht es denn so aus, wenn wir so was machen würden. Das könnten wir eigentlich so lassen, oder? Moment mal. Ich setz mich mal kurz hin. Nachtarbeit ist immer blöd.
Und ich besorge uns mal ein bisschen Tageslicht. Ich setze mich mal kurz hin, ruhe mich mal kurz aus und wir sehen uns auch gleich wieder. Bis gleich. Sprung, Landung, Sessel. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, die Sonne scheint. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Einmal kurz von drinnen, wie das ausschaut. Ob das irgendwie uns... Okay, hier sind jetzt die Lampen zu, sag ich mal. Also die Fenster sind zu. Aber ist halt zu wild, oder? Was sagt ihr? Ist halb zu wild. Halb zu wild. Das passt schon. Das geht. Wir lassen das. Wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, aber ich finde es halt so gerade so in, beim Thema Gemüse so etwas ökologischer, ne? Würde ich sagen, es passt irgendwie mehr rein zum Gewächshaus. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt das rein in so euren Kommentaren. Und wir bauen dann nochmal eine, ja, wie gesagt, dann müsst ihr was auf dem Boden dann irgendwas bauen. Irgendwie eine andere Stromzufuhr. Oh, ich finde es aber, wie gesagt, ich finde, das passt eigentlich ganz gut hierzu. So. Einer wird ja nicht reichen, dann bauen wir noch einen. Okay, wir ziehen die ganze Sache nochmal kurz hier rüber ein Stück. So. Oder? Okay, supi. Dann die hier nochmal ein kleines Stückchen. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch mit dem Dach verbinden. Dazu brauchen wir die kleinen Möpse hier. Ich meine natürlich Stromleitung, Schalter, Stecker, keine Möpse. Oh Gott. So, machen wir so. Und dann... Oh, er sagt, das gibt uns 6. Also haben wir ja insgesamt 12 und unten haben wir bloß 15 Lampen. Das soll eigentlich reichen, um das zum Leuchten zu bringen. Aber wir gucken mal kurz rein. Ja, so. Supi. Okay, okay. Weiter dann mit. Ja, weiter dann mit. Ja, genau. Ich wollte mir hier noch ein paar alte Regale hinstellen. So. Nö, da bist du total falsch. Hier bist du schon richtiger. Regale. Upp, 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 upp. Nee, ist eher was für die Wohnung. Wohnung, 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 Wohnung. Wir hatten doch hier so ein Ja, da war es doch. Habe ich glatt übersehen. Und zwar haben wir ja diese verrosteten Dinger hier. Die würden doch eigentlich doch ganz gut hier hinpassen. War so hingestellt. So, haben wir 2 dazu stehen. Ach, ich kann auch mal einen hinstellen hier, oder? Stellen wir mal hier nochmal einen hin.